I'm from Frankfurt. You know Frankfurt, Germany? Frankfurt is the best city in Germany, yes. Really? Yeah. Das kennt man doch hier so von amerikanischen Filmen. So Kaffee, Waffeln, Ahornsirup, Hashbrowns und Eier und das ist Zucker, scheiße. Ich habe gerade Zucker auf die Eier gemacht. Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem sensationellen Kanal. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich gerade hier am Flughafen, um genauer zu sein, am Frankfurter Flughafen. Und zwar geht es heute in den wohlverdienten Urlaub. Ja, wohin geht's denn, Josef? Amerika, um genauer zu sein, nach Atlanta. Für die, die nicht wissen, wo Atlanta liegt, das liegt zwischen New York und Florida, aber so ein bisschen drinne so. Ne? Wir gehen da Familie besuchen, Leute, und ich habe mir gedacht, hey, da kann man doch schöne Sachen festhalten, schöne Videos machen. Und so machen wir das Ganze, ja? Alle Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Vlog hier. Habe ich eigentlich schon gesagt, mit welcher Airlines ich fliege, Leute? Ich glaube nicht. Moment, ich zeige euch. Mit Lufthansa. Das hat sich halt so ergeben. Ne? Die waren halt am günstigsten. Leute, schönes Wetter. Ihr seht. Ja, Leute, Essen ist gekommen. Ich habe veganes Menü. Veganes Ragout. Kaffeeweise, Butter, Dressing, Salat und hier Dessert, Brötchen. Also ich muss sagen, Leute, das sieht sehr, sehr lecker aus. Guckt euch das mal an. Das Geile ist, Leute, richtiges Besteck, nicht so Plastik. Also ich bin da positiv überrascht. Hier probieren wir mal dieses Ragout hier mit bisschen Reis. Boah, mega. Ich war gestern beim Asiaten, da war Katastrophe. Hier im Flugzeug, vegan, 10-mal besser. Props an Lufthansa. Probieren wir mal den Salat, was der kann. Ist nicht so mein Dressing. Aber kann man machen auf jeden Fall. So, jetzt probieren wir dieses leckere Dessert hier, Leute. Gucken wir, was das kann. Ist es Grieß? Nee. Oder ist Grieß? Ich weiß gar nicht. Lufthansa überrascht mich gerade böse. Wirklich. Boah. Hör mir auf, Alter. Mega. Da kann sich Emirates eine Scheibe abschneiden. Das ist ja noch nicht mal ein Vergleich. 10-mal besser wie Emirates essen. Und das hier ohne Fleisch. Unglaublich. Der nächste Tag ist angebrochen. Gestern konnte ich nicht weiter vloggen, Leute. Ich war fix und fertig. Ich sage euch eine Sache. Wenn ihr Kinder habt und die sind unter 2 oder 3, dann macht keinen 10-Stunden-Flug. Ehrlich, ich bin kaputt gegangen. Ich sage euch, wie es ist. Wobei ich von den Flugbegleitern gehört habe, dass meine Kinder noch sehr, sehr gut waren. Da gab es noch ganz andere Fälle. Also die waren sehr geschmeidig für die Flugbegleiter. Waren gar nicht so schlimm. Aber für mich, muss ich schon sagen, war es schon eine harte Nummer. Ich bin in Amerika gerade, ja, um genau zu sein, in Atlanta, Bundesstaat Georgia, sowas auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mit euch ganz schnell Downtown Atlanta, vlog einfach mal so ein bisschen rum, damit ihr so einen Eindruck bekommt von Amerika und ich auch. Ich habe es ja auch noch nie gesehen. Ich habe ja ein Auto gemietet auch gestern. Oh, ihr wollt gar nicht wissen, 3-4 Stunden gewartet hier auf ein Auto. Ich zeige euch das mal. Das ist das gute Stück, das kennt der ein oder andere. Das GMC, also ich glaube, das heißt General Motors Cars. Eigentlich wollte ich einen Jeep haben, aber es hat ein GMC geworden. Aber gar nicht so verkehrt, der Wagen. Ja, für Familie ist er doch optimal, Leute. Ne? Ihr seht, der sieht geschmeidig aus. Da schön amerikanische Kennzeichen, sieht fresh aus. Ihr seht, feiner Wagen, oder? Kann man nicht meckern. Ich habe hier schon einen Kinderwagen drin. Da kommt noch ein Kindersitz rein. Ne? Ich habe ja 2 Kinder. Und dann zeige ich euch Kofferraum. Deshalb wollte ich halt schon ein bisschen größere Auto einfach, dass du da... Da brauchen wir ein bisschen Platz, sonst geht es nicht hier. Das ist Katastrophe dann. So. Ja, kann man nicht meckern, Leute. Ich bin sehr zufrieden. Machen wir mal an. Ist halt alles auf so komisch mit Meilen und auch hier diese Sache da ist mit Meilen da. Ich check da gar nichts. Ich habe geguckt, wie viele Kilometer ist eine Meile. Also eine Meile sind 1,6 Kilometer. Und da gibt es noch eine Besonderheit und das ist beim Tanken. Da wird es nicht so in Liter wie in Deutschland gemacht, also ein Liter, sondern, wie heißt das nochmal? Gallone. In Gallone wird das gerechnet. Eine Gallone sind 3,78 Liter. Ich glaube aber so umgerechnet in Liter ist so ein Liter 1 Euro. Also der Wagen, der lässt sich stabil fahren, muss ich schon sagen. Ey, du sitzt hier wie ein Pascha. Immer wenn man hier so am Stopp ist, gell, da sind die Ampeln auf der anderen Seite. Erstmal ein bisschen verwirrend, aber man gewöhnt sich dran. Ich habe jetzt gerade das Auto geparkt. Parkgebühr hier sehr teuer, muss man an der Stelle sagen. Da bin ich schon böse auf dem Putz. Ich zeige euch das mal. Hier, eiskalt $10. Ganz entspannt. Das ist ja unglaublich. Das ist auch wirklich unglaublich, Leute. Ne? Nicht, dass ich vergesse, wo ich geparkt habe, ne, Leute. Das ist ja wichtig, dass man weiß, wo man geparkt hat. Ne? Ach so, vielleicht wissen es die Leute nicht, aber ich zeige es euch mal. Ja, Coca-Cola, ne? Das ist die Stadt von Coca-Cola.
Soweit ich weiß, ist es die Stadt von Coca-Cola oder wo Coca-Cola auf jeden Fall ihren Hauptsitz hat, beziehungsweise wo Coca-Cola auf jeden Fall erfunden wurde oder weiß ich nicht. Coca-Cola Truck. Mohim, ich laufe gerade ohne System, ohne Plan rum, so wie ich es halt auch gewohnt bin von mir. Das ist wichtig, weil da entstehen natürlich auch Kreationen bzw. Kunst. Ne? Ohne Sinn, ohne Plan, durch die Wand. Excuse me, I'm not from here, I'm from Germany. Okay. I'm looking for a shopping street or this, so on. Right. I'm making a little bit of vlog for my friends. Okay. Like a shopping square? Yeah, shopping center like this. Here is nothing. Not downtown. I mean, not downtown? No. I mean, you have underground Atlanta. You'll eventually hit like Georgia Tech and in Atlantic Station. That's where like all the shops, there's a lot of shops over there. I think downtown is like middle of city. Like New York, like Times Square. Yeah. Yeah, Atlanta's not, I wish Atlanta was like that. It's not like that? No. Atlanta is good city or not so good? Oh, Atlanta's a great city. It's a night city, yeah? Oh, yeah. I love Atlanta, man. I'm from Frankfurt. You know Frankfurt, Germany? I know the soccer team there. Frankfurt is the best city in Germany, yeah. Really? Atlantic Station, okay. I go Atlantic Station, it's better. Better I go with car, it's better. Yeah. Atlantic Station, okay. Yeah, stores. You are born here in Atlanta? Yeah. You're a photographer? Yeah. Okay, that's your job? Yeah. Thank you very much. Yeah. Are you on social media? I make social media. Yeah? What are you doing? Okay. I make a little bit of YouTube. Okay. My name is Yusuf. Okay. This is my channel. That's you. Food, cooking, vlogs, everything, yeah. Oh, that's dope, man. Yeah. I speak only German there. Well, I gotta learn a new language someday, right? No problem, man. Oh, that's dope, man. Yeah, yeah. How long are you in town? I'm 2 weeks here. Oh, really? Yes. Okay. We can link up. I'll probably be down here tomorrow. Okay. Like around here. You want to take my number? Yeah, I take your number. Your number here. And the best food in America. What are you saying? What are you saying? The best food? The best food here. Yeah. Burger. I like burgers, but burgers, I like. And in Germany, you know what is the best food? Like sausage. Sausage. Huh? Yes, but I think döner kebab. You know kebab. Döner kebab. Yeah. Oh, yeah. I love kebab. I think döner kebabs. It's like a sandwich. Uh-huh. From Turkey, yeah. Oh, yeah. I think it's the best fast food in Germany, yeah. Yeah. The most popular fast food. Yeah, yeah. But it's a German edition. Okay. From Döner Kebab. When you're going there, we must eat it. Oh, yeah. Definitely. Okay. Definitely, man. I appreciate it. Okay. Thank you very much. Yeah, man. Hier in Downtown ist nichts. Ihr habt gehört, der Kollege hat gesagt, in Downtown ist ja nichts. Jetzt machen wir in, was hat das? Atlanta Station. Checkt ab, Leute, Huders, ne? Das kennt man doch auch irgendwo her. Also, Amerika ist schon eine teure Nummer. Das muss man schon an der Stelle sagen. Kann man erzählen, was man will. Momentan die Währung, der Kurs, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber Euro ist ein bisschen schwach geworden. Da kriegt man nicht viel hier für seinen Euro. Also eigentlich fast ein Euro, ein Dollar. Downtown, Atlanta. Auf jeden Fall feiere ich das hier. Hier ist die Schaltung vom Auto. Ne? PRND. Fertig. Guck mal, hier 68 nicht Grad, das ist Fahrenheit. Gerne, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich bin jetzt hier in Atlantic Station. Moment, ich zeige euch. Ja, der Kollege hat mich ein bisschen falsch verstanden, weil ich wollte eigentlich sowas wie Stadtmitte gehen, ne? Aber jetzt bin ich, glaube ich, in sowas wie mein Taunuszentrum oder so. Aber ist doch nicht schlimm, dann sehen wir ein bisschen, wie das Ganze hier so aussieht. Ja, ich glaube, das hat abends alles erst auf. Sieht noch alles sehr verlassen aus. Eine Sache, die mir hier aufgefallen ist, das ist nochmal ticken alles cleaner, sauberer wie Europa so. Ist jetzt nur mein erster Eindruck. Natürlich habe ich nicht alles gesehen und natürlich weiß ich auch, dass es hier auch kaputte Gegenden gibt. Aber das ist so der erste Eindruck, ne? I'm not from here. Not from here? No, this car. Yeah, what kind? Oh, this is good for my vlog. I'm making a little vlog here. Yeah. I don't know. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was das für ein Auto ist. Keine Ahnung. I don't know what is this for car. Okay. But very nice car, yeah. I got a very nice car too. I got the Tesla S model. Yes? Yes, downstairs. This Model S. Yeah, wow. Tesla. You like this car? Yeah? Yeah, I like that car. I don't know. But very nice. Very nice. Very nice. I have one question. When the shops here open? 10 o'clock? Thank you very much. Ja, mit meinem gebrochenen Englisch komme ich schon ein bisschen weiter. Muss man schon an der Stelle sagen, boah, die Sonne knallt hier auch. Erinnert mich an Dubai, die Sonnenknaller hier. Ich denke, ein paar Monate in einem
englischsprachigen Land bin oder wo ich auf jeden Fall gezwungen bin, Englisch zu sprechen, dass ich die englische Sprache dann besser beherrsche. Ist schon schwierig, ich kann ja noch nicht mal richtig die deutsche Sprache. Aber egal, wir machen immer das Beste draus. Wir improvisieren, das ist mein Spezialgebiet, verehrte Zuschauer. Da haben sich ja wieder Leute bei mir beschwert, weil ich die ganze Zeit schön sage. Schaut, ich vermittle Positivität auf diesem Kanal, ich hasse Negativität und alles ist schön. So, Punkt. Gewöhnt euch immer gute Wörter an, keine Scheißwörter. Oh, jetzt habe ich ein schlechtes Wort gesagt, aber ihr versteht, was ich meine. Wir müssen lernen, positiver zu sprechen. Deswegen bin ich der Einführer von dem Wort schön. Okay? Immer einfach sagen schön. Ganz trocken, schlicht, schön. Check mal die Autos ab. Erzähl mir irgendwas von Umweltschutz in Deutschland und guckt euch die Autos an. Und ich sage euch, das ist kein Einzelfall. Sehr viele von diesen Autos hier. Mit diesen Dingern hier. Mit so. Der Dörf. Ihr wisst, was ich meine hier. Also groß, größer wie ich das Auto. Aber feine Geschichte. Einige haben mich mal gefragt, ey, auf Instagram, was für Autotyp ich mag. Das sind die wahren. Das sind diese Bigen, diese Klotzautos. Ich feiere die. Ja, es ist Amerika. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, verehrte Zuschauer. Ich laufe jetzt ein bisschen blind rum. Hello, my friend. Mir ist auch eine andere Sache hier aufgefallen. Okay, vielleicht auch nur, weil ich wie so ein Trottel jeden grüße. Als ob der mein Schwager wäre. Aber die grüßen ja auch zurück. Guck, Leute, da ist schon der Nächste hier. Ich habe euch doch gesagt, keine Einzelfälle, nur solche Dinger hier. In Deutschland, die zerlegen uns da. Immer fahrt kleine Auto, fahrt mit Bus und hier scheißen die drauf. Na, dann wird's nichts mit hier Klimaziele erreichen. Unmöglich. Leute, ihr könnt gern Amerika kommen. Es ist mir Dubai sowieso schon aufgefallen. Nur diese dicken Dinger, die schön 15 Liter verbrauchen, schön viel Abgase blasen. Und hier ist genau dasselbe. Ich habe Hunger bekommen. Zeig euch, wo ich bin. Vielleicht gibt es ja Leute von euch, die sich hier ein bisschen auskennen. Da bei diesem Atlanta Riesenrad da. Und dann ist hier so ein, ich nenne es jetzt einfach mal Olympia Park. Ja. Und hier ist so ein Waffelhaus. Ja. Und da gehe ich jetzt einfach mal essen. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Wir gucken einfach mal, was es im Waffelhaus hier so gibt. Ich setze mich jetzt einfach mal hier hin, Leute. Ihr seht, das haben die hier. Was ist das hier? Also ich sagte, ich esse kein Fleisch. Ich will nur so eine Waffel mit ein bisschen Kaffee. I'm from Germany, I'm not from here. You make hash browns? Oh, you want hash browns, I do. But it's vegetarian, yeah? Uh-huh. Yes, it's not meat. No meat. No meat, okay, make this. One question, can I pay with card? Yes. Okay, very good. Es sieht hier aus wie im American PIMP, wie in den Filmen. Ihr seht hier. Zack, ich bin hier wirklich gespannt, was mich erwartet. Oh, haben wir Heinz-Ketzer. Und ja, was ist das hier? Ahornsirup oder was? Ich glaube, das hier ist Ahornsirup. Oh, Leute, hier haben wir schöne Kaffee. Waffelhaus Coffee, you know. Halb Milch, Leute. Kaffee ist hier, glaube ich, wie Deutschland. Weil ich mag meistens meinen Kaffee mit einer Milch. Optimal, ja. Mal gucken, wie der Kaffee hier schmeckt. Also ich leg das mal ab. Okay, hier schmeckt er nicht so krass. Ist Filterkaffee, aber schmeckt nicht so heftig wie in Deutschland. Ja, was soll ich sagen? Der Kaffee ist nicht so das Wahre. Ist nicht so schlimm. Kann ja sein, dass er nicht richtig gekocht wurde. Ne? In Deutschland 10-mal besser. Aber ich finde die Tasse geil. Hat was, Style, Flair, you know. Bitte, wie viel Milch? Gib mir die Dame. So viel Milch, Bro. Dann habe ich ja fast Latte Macchiato. Bisschen zu viel Milch, ne? Ihr seht, Leute, wir haben hier Waffeln. Dann hat die mir das hier gebracht. Das Waffle House Whipped Spread. Ich glaube, das müssen wir kombinieren. Oh, thank you. Das ist Kartoffelding. Zeige ich euch auch gleich. Das ist Butter. Ach, das ist Butter. Das hier sind Hash Browns. Also so Kartoffeln irgendwas. Thank you. Thank you very much. Da haben wir Toast, Eier. Ich weiß nicht, das ist irgendwie Hirse oder so. Muss ich mal probieren, Leute. Komm, ich probiere jetzt hier für euch. Das letzte Mal, als ich sowas gegessen habe, war von meinem Sohn. So Babynahrung, so Hirse oder so. Irgend sowas ist das. Das kennt man doch hier so von amerikanischen Filmen. So. Kaffee, Waffeln, Ahornsirup, Hashbrowns und Eier und hier Toast und diese, das kenne ich halt nicht, aber die machen halt dann auch wahrscheinlich Bacon und so, ne? So, machen wir ein bisschen Butter hier, aber das ist so lockere Butter, locker fluffig, nicht so deutsche Markenbutter, nicht sowas. Lockere Butter, machen wir ein bisschen Ahornsirup, wow, habe ich schon mal Ahornsirup gegessen? Ich weiß gar nicht, vielleicht erstes Mal Ahornsirup.
Ein bisschen Butter, ein bisschen Ahornsirup und ein bisschen hier Gibbe. Also das hier gefällt mir sehr gut. Ahornsirup, sowas wie Honig würde ich jetzt einfach mal sagen. Eier sind noch schön roh. Okay, ja gut. Ich muss da Salz machen. Ist das überhaupt Salz? Nicht, dass es Zucker ist, keine Ahnung. Das ist Zucker, scheiße. Ich habe gerade Zucker auf die Eier gemacht. Have you got some salt? Ja. No. Ja. Thank you very much. Salz fehlt, Leute. Da ist ja gar kein Salz. Ich glaube, hier ist auch nicht. Salz ist wichtig, Leute. Ohne Salz kommt keine Power rein. Aber irgendwie, man hat so dieses, gerade so dieses amerikanische Filme-Feeling, wirklich. Was Amis sehr mögen, ist salzig mit süß. Mögen die. Ja, Hashbrown. Ein bisschen Ketchup drauf. Die gehen schon in Richtung Pommes. It's okay? Yes, you need a receipt? Yes, here, receipt, please. Waffle House is all over America. It's a big company, like McDonald's. Thank you very much. Yes, sir. Mach's gut. Ciao. Ja, Freunde. Ach, schön. Ich bin Magen voll gemacht. Ja, ja. Ist schön in Amerika. Ja, schön. Warum nicht? Ich merke, der Akku neigt sich hier langsam dem Ende. Ich beende diesen Vlog. Es kommen noch weitere Vlogs, selbstverständlich, verehrte Zuschauer. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.